Wie geht ERP eigentlich heute? Wenn man so in die Welt rausschaut und sagt, wenn ich mir heute was aussuchen könnte, wie würde denn ERP heute gehen? Natürlich voll automatisiert und am besten schon automatisch eingeführt. Spaß beiseite. Ich glaube, heute die klaren Trends, die man sieht, ist eine Kombination aus ERP in der Cloud mit all seinen Vorzügen, automatische Funktionserweiterung, 2 bis 4 Mal im Jahr, die man auch kontinuierlich nutzen kann. Und ein weiterer Aspekt ist das Thema Technologieplattform, die oftmals damit schon fast einhergeht oder in Kombination auftaucht. Jetzt kann man sich sagen, naja, aber wenn ich über Prozesse rede, warum brauche ich dann noch Technologie drunter? Naja, weil irgendeine Art von Integrationsplattform, also sprich, ich habe mehrere Lösungen, die in den Prozess eingebunden werden. Ich habe vielleicht Automatisierungen, für die ich Intelligenz nutzen kann, also Machine Learning. Ich habe Regelwerke, die automatisch zu eigenständigen Entscheidungen führen, die in Prozesse einfließen. Ich habe Prozesse, die wir ganz gerne Monkey Jobs nennen, also immer wiederkehrende manuelle Prozesseingaben, die ich machen muss, automatisieren über eine RPA. Also ganz, ganz viele verschiedene Themen, die wir anbieten können aus der Kombination ERP als Prozessschicht und darunter eine zum Beispiel Business Technology Plattform von der SAP als ein Portfolio, als Technologieelemente, die man konsumieren kann, um seinen individuellen Anforderungen auch Rechnung zu tragen, diese umzusetzen. Und das ist das, wenn wir sagen, ein ERP von heute, Kombination aus beiden Welten, Technik, Technologie mit Prozessen im outgesourcten, im Cloud-Konsum-Bereich. Und dann stimmt die Story in sich wieder.